Ja, hallo YouTube, Ed Sepp Blair am Start. Herzlich willkommen zu einer weiteren Part zu Let's Play Dream League Soccer 19. Ah, ne, es ist Part 30 jetzt schon. Glaube ich zumindest. Und ich denke, dass es Part 30 ist. Ja, müsste sein. Ja, wir spielen hier auswärts gegen Ipswich. Und wenn wir das Lila in der Trikot nehmen, nein, wir nehmen das schwarze Trikot. Ja, gut, dann mache. Ja, okay. Wir nehmen das schwarze Trikot gegen Ipswich. Man sieht Casemiro in der Startelf. Asensio habe ich echt verbessert auf 95 hier in Gold. Hier noch ein selbst erstellter Spieler, Christoph Maloney. Keine Ahnung, warum ich ihn erstellt habe. Kommt aus Deutschland. Deutschland. Wenn, ja, sonst keine. Okay, jetzt Asensio auf Gold 95. Also Ronaldo, Asensio, was die beiden machen, echt krass. Nacho ist dabei. Ich sehe ja die ganze Aufstellung. Courtois, Nacho, Ramos, Varane, Carvajal, Asensio, Casemiro. Seit langem wieder dabei. Modric seit langem. Eden Hazard seit langem. Und vorne Benzenaldo. Wie wir den Doppelsturm ja nennen. Auch wieder mit von der Partie hier im Ipswich Stadium. Hier im Ipswich Stadium müssen wir ran. Natürlich beide Teams mit den besten Formationen, die man hat. Die stärksten. Ja, okay, und das ist ja eh klar. Hier Asensio Ronaldo. Auch gerne mit dem Schimmereffekt, wenn man das Handy bewegt. Aber nur bei meinem Handy, so nicht beim Tablet. Mal kurz abklatschen und so. Jetzt geht es los hier gegen Ipswich. Und mal schauen, was unsere Mannschaft hier reißen kann. Okay, Asensio direkt mal im Duell mit Ward. Mittlerweile ja schon 87 Schießen oder so. Glaube ich zumindest. Freut mich aber auf jeden Fall, dass Luka Modric irgendwie da ist, auch wenn ich ihn eingewechselt habe. Modric wieder auf dem Feld. Ist ein wichtiger Spieler für die Madrileños. Gerade als Ronaldo nicht da war, war er wichtig. Dann hat noch Eden Hazard auch gute Leistung. Aber jetzt. Eden Hazard, eieiei, was mit dem los ist. Also er steht wirklich bei mir kurz vorm Verkauf. Und Varane erneut. Irgendwie. Die Standards, Modric, Flanke, Varane, Kopfball und Tor. Modric plus Varane bei Ecken. Bei Ecken, gute Mathe. Bei Ecken, Modric plus Varane gleich Tor. Eckstoß plus Modric. Eckstoß gleich Modric. Eckstoß gleich Modric plus Varane gleich Tor. Oh, Casemiro macht der Klasse. Ja, erster Tackle direkt auf die gelbe Karte. Kann ich nachvollziehen. Da muss er halt eben schon hin. Oh, das war ein wenig gefährlich. Dazu ja, Asensio. Modric. Auf Ronaldo und den macht er. Das ist typisch Ronaldo. Und sein Standard-Torjubel, den guten alten. Wie heißt er jetzt? Zieljubel? Ach, ich sag einfach Standard-Torjubel zu. Den natürlich auch wieder machen. Gehört sich halt so für den Ronaldo. 2-0, Freunde. Wer hat eigentlich das erste gemacht? Ach, stimmt, Varane. Bin ich irgendwie behindert in meiner Birne oder so? Er ist ja gerade erst auf Selina. Oh mein Gott. Casemiro. Casemiro, Ronaldo. Benzema, 3-0. Also Ipswich wird hier weggeknallt. Gut, halt Ipswich, was sollen die machen gegen Real Madrid, aber trotzdem. Ronaldo legt auf Benzema. Benzenaldo trifft. Typisch Benzenaldo. Also Modric. Ah. Hätte das hier gut gemacht, verliert den Ball. Gibt Einwurf. Ausgeführt durch Carvajal. Oh, wer nochmal hier? Wer ist denn das hier? Wer ist denn der mit der Nummer 15? Kennen wir den irgendwo her? Kennen wir den hier irgendwo, den mit der Nummer 15? Ja, Eden Hazard. Hazard kann ja direkt mal eine Vorlage machen. Kann er und für ein Traumtor wie dieses kann er natürlich immer eine Vorlage. Eden Hazard selber ja mal so ein Zeitfalls her gemacht. Mit links die Vorlage, Ronaldo per Zeitfallzieher. Easy. Eden Hazard kann wieder glänzen. Als Vorbereiter glänzt er hier.
Aber fehlt nur noch, dass er selbst ein Tor schießt. Der gute Eden. Zum Glück ist das kein Halt mehr, weil, ja. So, geht weiter. Eieiei. Gabachal. Wieder Eden Hazard, wieder eine gute Chance. Oh, fast die nächste Vorlage. Aber Modric wieder abseits. Modric abseits, schade. Wäre auch wieder eine gute Chance. Eden Hazard, echt, ja, mit den Flanken. Nicht schlecht. Ja, jeder macht Time Wasted, alles klar. Geil, ist eh Halbzeit. 4-0. Ich probiere mal was aus. Es hat ja super geklappt. Der weiß nicht mal aus. Wie geil und was. Oh Gott, der Torwart hat mir so eine gute Chance gegeben. Was ausgetesten und der Torwart gibt mir so die gute Vorlage. Eden Hazard. Junge, was ein Pass schon wieder. Modric. Und Modric schon wieder. Oh mein Gott, Digga. Really jetzt? Modric. Bei mir ist gerade ein bisschen gelaggt. Egal, Modric. Ah, war gar nichts. Wieder mal 0. Alter, was ist hier los? Okay, Eden Hazard. Oh, schön. Ich verstehe es nicht. Eden Hazard ist falsch schnell, aber nö. Okay, doch. Keiner geht dran, keiner geht drauf. Ah, wollte auf Asensio spielen. Von dem irgendwie wenig zu sehen heute, aber. Ja, okay, der eine Spieler ist wirklich Selina. Oh mein Gott. FTG, bitte fix das, oder? Da ist wirklich so. Asensio. Oh, Asensio. Stark gemacht auch an Selina vorbei, aber trifft nicht. Torwart hat den. Okay, das Carvajal. Trotzdem, wenn wir hier eine Flanke bringen. Weil genau sowas dann passieren könnte. Oh mein Gott. Oh oh, Konter. Ja, okay. Casemiro ist klar, dass er da hingeht. Asensio. Ist nicht der schnellste. Ist nicht der beste. Aber ein 95er Gold Asensio. Muss man halt aufpassen. Und bitteres Eigentor von Pennington. Ah, nicht so schön. Nicht so schön. Naja. Hat halt gelitten, der Gegner. Ja, komm, Ronaldo, easy. Nein, geh hin. Ja, okay. Gibt schon wieder eine gute Möglichkeit. Wo ist Hazard eigentlich? Kann ich dir sagen? Asensio, Benzema. Pff. Fliegt erstmal hin. Ja, ja, Gott. Eden Hazard, da ist er wieder, Eden Hazard. Oh, schön, mach ihn knatzen. Naja, verliert Ball. Super. Ist doch wieder perfekt hier. Schon wieder, ich will mich doch hier verarschen. Komm, kannst du doch selber aufschließen. Joa. Warum nicht, ne? Was ist denn das jetzt, Alter? Er blockt seinen eigenen Spieler, egal, komm. Ecke Modric. Asensio Ronaldo. Boah. Kurz vorm 6-0, dann treffe ich nicht. War klar. Ist mir egal. Egal. Ja, okay, wir haben hier gewonnen.